sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein! Das wird nicht bringen! Aber das hier! Warten Sie! Über die Jedi. Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Sie suchen also etwas. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihr Lichtschwert? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Der Bernstein, er ist wie Durastahl. Das Zeug wird fast sofort hart. Und zerspringt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Imperators. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge. Sie können es zerstören. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und vergräbt uns. Mist! Es steckt in den Bernstein. Ich liege das Terminal frei. So etwa? Besser. Verteidigungssystem aktiviert. Jetzt tickt die Uhr wirklich. Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Warum hat der Imperator einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt? Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell.
Es tobt noch ein Konflikt in ihm. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit ihnen sein.